Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon seht, haben wir wieder ein graues Tütchen. Und zwar handelt es sich hier um eine Kooperation von der Firma One Day Saving. Kennen wir ja schon, hatten wir schon ein paar Mal. Und kurz vorweg, ich habe für die Sachen hier nichts bezahlt. Ich habe sie kostenlos bekommen, damit ich sie euch zeigen kann und ja, probieren, testen, ja, testen kann. Ja, das werde ich auch machen. Und zwar, wir haben jetzt hier nur zwei Sachen. Es wird wahrscheinlich auch ein relativ kurzes Video. Ich habe die Tüte noch nicht aufgemacht. Das machen wir gleich mal. Ich blende euch wieder, wie ihr es kennt, oben ins Bild alles ein, was ihr wissen müsst. Also einmal die Firma, Rabattcode und so weiter und so fort. Ich schreibe euch auch alles am Ende nochmal in die Videobeschreibung. Und dann fangen wir hier am besten gleich mal mit der großen Sache an. Ist ein bisschen dolle hell. Das ist hier dieses, ja, Copy Holder. Also das heißt, das ist dieses Board, wo man die Anleitungen drauf platzieren kann. Gut, der Karton hat ein bisschen gelitten. Aber ich habe das halt bei einem anderen Kanal gesehen und habe gesagt, boah, das ist super. Ich meine, ich habe auch schon so ein Magnetboard da. Das Problem ist da, ich habe halt da keinen Ständer hinter. Und das finde ich hier dran so toll, dass ich es hinstellen kann. So, Tüte weg. Das ist das Teil. Genau, also ich zoome noch ein bisschen raus, glaube ich. Ein bisschen dunkler. Das blendet doch dolle. Also das ist jetzt hier das Brett, wie es ankommt. Und man hat hier halt ein Clip. Der ist super fest. Kann man den abmachen? Ja, kann man abmachen. Also hier hat man einen Clip, den man abmachen kann, wie man will. Und das geht dann sicherlich auch. Genau. Dann hat man hier ein Metallboard. Ich habe mir extra Magnete gekauft, um das gleich mal zu testen. Beziehungsweise damit ich dann auch Anleitungen da dran machen kann. Dann haben wir hier verschiedene Höhenverstellungen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Ja, 7 verschiedene Einstellungen, die man hier machen kann. Muss mal gucken, ob ich das jetzt gerade so hinkriege, weil ich habe mein Stativ jetzt hier oben. So, das wäre jetzt zum Beispiel das, was am weitesten hinten eingestellt ist. Dann hat man hier, das ist natürlich auch toll. Also das hier unten ist Plastik und das wird Metall sein. Dann kann man hier die Clips wieder dran machen. Da gucke ich mal, ob ich das benutzen werde oder nicht. Von der Sache ist es cool, aber es gibt ja auch blickdichte Magnete, also so Magnetbänder. Vielleicht nehme ich sowas. Und jetzt brauche ich ein Blatt Papier. Na super. Moment. Haben wir doch alles da. Ich ziehe einfach mal ein Blatt Papier raus. Das ist jetzt zum Beispiel eine Legende von einem Diamond Painting. Macht man das hier hoch. Klippt man das hier so dran. Kann das hier auch nochmal befestigen, dass das nicht runterrutscht. Also es ist überall gesichert. Und dann könnte man ja in der Theorie auch einfach das hier dran machen. Oder man macht das ab und rutscht mit dem dann halt immer so nach oben, was man halt braucht. Also wenn man jetzt zum Beispiel sticken würde, ne? Man kann ja dann wirklich entweder hier zwischen gucken, so, dass man immer zwischen den blauen Linien guckt oder zum Beispiel jetzt da drüber oder da drunter. Und dann kann man sich zum Beispiel gut abstreichen, was man braucht oder halt nicht. Also das ist eine tolle Sache. Jetzt hole ich gleich hier nochmal Magnete raus, weil ich werde das nämlich dann auch testen. Ich habe ja noch eine zweite Sache gleich für euch. Ich habe mir extra hier Magnete gekauft. Scheint auf jeden Fall zu halten. Aufmachen. So. Was will man mehr? Hält wie eine 1. Das heißt, das ist gar nicht vielleicht unbedingt notwendig. Also man möchte es benutzen, dann ist es natürlich cool. Aber dass das hier eine Metallplatte ist, das ist super. Also es wird auf jeden Fall in absehbarer Zeit hier Verwendung finden, weil es wurde ja auch gefragt, ob ich bitte zwei Videos machen kann, weil das wirklich, ja, nicht viel ist, was ich mir jetzt von der Sache hier ausgesucht habe. Und dann habe ich gesagt, klar,
Das mache ich doch gerne. Also das ist auf jeden Fall das Brett. Das macht einen wirklich wertigen Eindruck. Also richtig toll. Und dann habe ich hier noch eine zweite Sache. Moment, ich muss das hier gerade mal wieder weglegen. So, und dann die zweite und letzte Sache haben wir hier. Habt ihr auch schon ein paar Mal bei mir gesehen. Das sind diese Perlenschlüsselanhänger. Mit Pikachu. Ja, ich bin mal gespannt, ob das wirklich ein braun ist. Ansonsten würde ich es auf jeden Fall austauschen. Gucken wir gleich mal rein. Hier haben wir, oh, ist das klein. Da muss das ja auch noch zweimal drauf. Das ist schon süß, oder? Ja, dann wird das hier so gestickt. Ich schneide mir das meistens durch. Oh, da muss ich aber hier aufpassen. Hier hat man wirklich nicht viel Platz. Also da muss man dann genau in der Mitte durch. Beziehungsweise, man, habe ich eine Nadel? So. Es ist ja so, dass man quasi immer ein neben dem, wo man stickt. Also wenn man jetzt hier im das Schwarz außen stickt, hat man noch einen frei und da würde man dann lang gehen. Und hier näht man dann auch drumherum. Also am Ende legt man die zusammen und geht hier einmal komplett mit dem Rückstich oder was drumherum. Dann schneidet man das hier ab. Also komplett, ne, immer, dass man einen Kasten frei hat. So, dann. Und dann legt man das halt zusammen. Und dann, wie gesagt, Rückstich. Und dann kommt wahrscheinlich am Ende noch genau ein Schlüsselring ran. Wir haben Füllwatte, davon habe ich wirklich so viel. Damit kann ich mich, ein Leben lang versorgt wahrscheinlich. Ja, das ist das. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Farben an. Das ist was Kleines, Feines, aber auch das sollte man nicht unterschätzen. Weil ich habe das schon so oft gesehen, habe es mir irgendwie nie geholt. Ich habe das schon mal fertig gesehen. Also das sind hier die Fäden, die werde ich nicht benutzen. Auch hier so ein Nylonfaden, auch den werde ich nicht benutzen, weil ich brauche ihn nicht. Also ich nehme das Garn, was ich immer zum Perlensticken nehme und damit fahre ich gut. Ich sticke das einfädig. Also da mache ich auch alles wie immer eigentlich. So, wieder da rein. Ja, und die Farben, die halten sich natürlich auch in Grenzen. Es sind jetzt hier drei Farbtöne. Gut, ihr habt jetzt die Anleitung gesehen, aber ja, ganz ehrlich. A, B und C. Und wir haben, also wer aufgepasst hat, hat schon gesehen, das ist ein Braun. Da werde ich auf jeden Fall Schwarz nehmen. Also das ist ganz klar. Und das wird auch ein Rot. Also das Gelb werde ich sticken. Weil Gelb habe ich nicht da. Orange muss ich gucken, ob ich eine orangene Farbe habe. Aber nein, die Wangen sind rot. Die werden rot. Und das wird schwarz. Schwarz habe ich auch ohne Ende. Also Gelb bleibt. Das wird schwarz und rot werden. Weil Pikachu hat halt einfach rote Wangen und eine schwarze Umrandung. Aber gut. Das soll es jetzt nicht sein. Ist zwar schade, dass es braun ist, aber man sieht es ja auch auf der Anleitung, dass es braun ist. Das ist jetzt keine Überraschung. Und es ist ja auch ein dunkles Braun. Also man kann das schon machen, aber ich möchte es halt ja, perfekt haben und deshalb wird das ausgetauscht. Ob ich Orange habe? Also Rot. Rot habe ich bestimmt. Und wenn nicht, ist das schnell besorgt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und dann haben wir hier noch den Schlüsselring. Der kommt ja am Ende erst dran. Dann hat man nochmal 1, 2, 3, 4 Nadeln, die scheinen spitz zu sein. Und so ein Ring, den man dann halt am Ende biegt, damit man hier das Kettchen reinlegen kann. Ne? Geht dann da rein, dann biegt man es zu, während man das an das Pikachu dran macht irgendwo. Wir haben es dann hier gemacht. Ja, am Kopf oben, da so hin. Oh, und dann kann man sich das schön hinhängen. Ich habe ja noch meinen, wie heißt er denn? Totoro, glaube ich. Den habe ich ja schon fertig. Der hängt hier auch in der Wohnung rum. Den habe ich jetzt nicht an einem Schlüsselbund, weil mir das einfach zu schade ist. Ich habe immer Angst, dass das kaputt geht. Ich weiß auch nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall das kleine Set, was ich mir noch zusätzlich ausgesucht habe. Es gibt ja noch ganz viele andere. Also da gibt es wirklich alles Mögliche. Das soll jetzt auf jeden Fall gewesen sein. Also ich habe einmal hier das coole Magnetboard und einmal das süße kleine Pikachu, was euch zuwinkt.
Und mehr ist es gar nicht. Das soll schon gewesen sein. Wir werden uns aber nochmal im zweiten Video sehen. Das mache ich dann separat. Und da würde ich dann hier loslegen. Ich muss halt nur gucken, wann ich da die roten Perlen finde. Schwarz ist kein Problem. Gelb auch nicht. Haben wir ja. Also bis zur Wange kann ich auf jeden Fall schon mal sticken. Und mit dem Rot gucke ich mal. Es sind ja nur ein paar Perlen. Das bekommen wir schon hin. Aber wir sehen uns auf jeden Fall dann nochmal, wenn ich daran sticke. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr kriegt die beiden Produkte in die Videobeschreibung mit Link. Sparen könnt ihr 10%. Steht da oben. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!